Champions League, Achtelfinal-Rückspiele, 4 Spiele in dieser Woche, 2 am Dienstag, 2 am Mittwoch. Und 2 deutsche Teams sind dabei. Borussia Dortmund trifft auf Sevilla und Nagelsmann darf mit seinen Leipzigern nach Budapest. Da geht's zum Rückspiel gegen Liverpool. Wir fangen an mit den Dortmundern in Sevilla. Zu Hause gegen Sevilla. In Sevilla gab es ja ein 3:2 für den BVB. 3 Auswärtstore, eigentlich eine super Ausgangslage. Andererseits gerade 4 Gegentore auch in München kassiert und das spricht nicht für die Abwehr der Borussen. Muss Borussia ja vor Sevilla Angst haben, dass sie es vielleicht doch noch verspielen und nicht ins Viertelfinale kommen? Ja, ich glaube, die ganze Saison ist ja nicht unbedingt die Abwehr der Borussen das Beste. Dafür haben sie auf der Habenseite gerade das K.O.-Spiel gegen München-Gladbach gewonnen im DFB-Pokal. Klar, gegen die Bayern gab es auf den Sack, trotz 2-0-Führung. Die Ausgangssituation gegen Sevilla hätte auch etwas besser sein können. Allerdings, ja, wer beschwert sich schon wirklich nach einem 3-2? Es spricht sehr, sehr viel für den BVB, denn die haben die letzten 7 Heimspiele in der Champions League nicht mehr verloren und tatsächlich nur 1 von den letzten 11 haben sie verloren. Und selbst wenn sie hier gegen Sevilla 1-0 verlieren würden, sind sie ja wegen der Auswärtstorregelung weiter. Es spricht sehr, sehr viel für den BVB. Was noch für den BVB spricht, ist, dass Sevilla in keinem, eigentlich in wirklich keinem, außer dem allerersten Champions League-Spiel gegen Chelsea in der Saison in der Champions League überzeugen konnte. Und auch in der Liga nicht unbedingt. Jetzt haben sie gerade auch im Pokal gegen Barcelona das Rückspiel mit 3-0 verloren, nachdem sie ja das Hinspiel gewonnen hatten, überraschenderweise. Und auch sonst die Ergebnisse von Sevilla eher durchwachsen, sodass Dortmund, wie ich schon im Hinspiel gesagt habe, vor Sevilla wirklich keine Angst haben muss. Andererseits, ehrlich gesagt, die Gegner, die Dortmund geschlagen hat, bevor sie jetzt gegen Bayern verloren haben, waren alle jetzt eher Güteklasse C oder so, also Bielefeld oder Schalke. Und klar müssen die gegen solche Gegner gewinnen. Und wenn sie dann gegen die Bayern spielen, haben sie keine Chance. Sevilla bestimmt stark einzuschätzen, zumindest stärker als die Gegner, die Dortmund geschlagen hat. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Dortmund hier zu Hause gewinnt. Auf Sevilla zu setzen, dazu fehlt mir aber auch die Überzeugung. Und du findest irgendwas lustig? Wer hat dir denn einen Witz erzählt? Die Cojones. Ich wollte intervenieren und da ich nicht im Bild zu sehen war, wollte ich auf mich aufmerksam machen. Mir kommt es ein bisschen unseriös vor, wenn du Schalke als Güteklasse C siehst. Denn das ist eher D, oder? Drunter. Also wollte damit nur sagen, dass die Gegner, die Dortmund geschlagen hat in letzter Zeit, keine wirklichen Referenzen waren und deswegen diese Niederlage gegen Bayern folgerichtig war und auch keine unbedingten Argumente da sind, dass sie jetzt gegen Sevilla hier auf internationalem Parkett wieder gewinnen. Also da glaube ich, wird es schon schwierig. Andererseits eigentlich nur Daumen drücken. Die Wette, die Quoten haben kein Value. Genau. Also wenn man hier bei dem Spiel irgendwas tippt, dann sollte dann Unentschieden dabei sein. Ansonsten hoffen wir einfach, dass Dortmund weiterkommt. Wäre übrigens seit 2016-17 das erste Mal, dass sie wieder ein Champions League Viertelfinale sehen. Damals unter Trainer Thomas Tuchel. Und wäre auch eine coole Story, wenn sie diese Champions League gegen Chelsea im Viertelfinale spielen würden. Was auch eine spannende Story ist, ist Porto. Denn das war das einzige Team in den Hinspielen, das den Heimvorteil wirklich nutzen konnte. Alle anderen ging ja an die Auswärtsmannschaft. Nur der FC Porto hat als Außenseiter 2:1 gegen Juve gewonnen. Das Anschlusstor von Juve letztendlich, das wichtige Auswärtstor, führt natürlich jetzt dazu, dass sie auch beim Weiterkommen haushoher Favorit sind. In der Liga haben sie, glaube ich, wenn man es positiv vermarkten möchte, sehr, sehr, sehr geschont. Aber Porto ist vielleicht das Dark Horse in diesem Achtelfinale, oder? Ich habe es ja im Hinspiel schon gesagt, dass ich von Porto, denn vor dem Sieg gegen Juve haben sie 4 Unentschieden gehabt in der portugiesischen Liga, die ja gar keine Referenz ist oder die ja eigentlich international gesehen keine Top-Liga ist, so zumindest nicht im Vergleich mit den Italienern. Und
Dann gewinnen die aus heiterem Himmel gegen Juve. Allerdings dieses eine Auswärtstor war natürlich wirklich extrem wichtig. Denn dass Juve nochmal hier gegen Porto sich so überrumpeln lässt, das glaube ich natürlich nicht. Jetzt haben sie gerade in der Liga 3-1 gegen Lazio gewonnen, obwohl sie da die unter anderem Ronaldo geschont haben bis zur 69. Minute. Morata ist wieder dabei und trifft und die Quote von 1,37 ist halt trotzdem leider uninteressant, weil dafür kann natürlich auch noch einiges passieren. Ich weiß nicht, warum die immer so ein bisschen variiert. Okay, offizielle Quote 1,49, auch das ist uninteressant. Da müsste man wirklich schon von einem höheren Juve-Sieg ausgehen. Ist okay, wenn man das tut und dann auf minus 1,5 setzt mit einer Quote von 2,4. Aber wenn diese Drei-Wege-Quote schon wenig Value hat, dann haben diese Asian-Handicap-Quoten automatisch auch nicht wirklich mehr Value. Und deswegen würde ich auch hier die Finger davon lassen, obwohl ich glaube, dass Juve natürlich hier weiterkommt mit einem 2-0 oder so. Aber darauf zu wetten ist natürlich eine ganz andere Sache, als das einfach mal so zu tippen. Ja. Lass mal hoffen, dass vielleicht ein frühes Auswärtstor von Porto wird in dieses Spiel bringen. Aber eigentlich ist es von der Ausgangssituation für uns jetzt das Uninteressanteste, denn Juve müsste das im Normalfall 2-0 oder so gewinnen. Aber jetzt kommen wir zu einem hochinteressanten Spiel und da habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Ich war heute länger mit dem Auto unterwegs und habe einen Livestream versucht hier auf dem Kanal. Bin dann natürlich blöderweise durch den Wald gefahren und dann war der Livestream vorbei. Aber gerade als ich zu diesem Teil kommen wollte, wo ich über Leipzig spreche, bin ich durch den Wald gefahren. Deswegen gut, dass ihr es hier nochmal miterleben könnt. Ich fasse auch das zusammen und sage einfach, Leipzig kommt weiter. Sie haben das Hinspiel gegen Liverpool 2-0 verloren, muss man wissen. Aber die Gründe, warum Leipzig weiterkommt, erkläre ich euch gerne, nachdem Chris seine Einschätzung gegeben hat, warum Liverpool weiterkommt. Ich bin halt von vorne bis hinten ein Kloppo-Anhänger und für mich sind Champions League und Liga auch immer ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten. Liverpool ist ja katastrophal in der Liga, es wird sogar schwer in die Champions League nächstes Jahr zu kommen, vielleicht sogar in den Europapokal, in die Euroleague, da müssen sie fast eher die Champions League gewinnen, um hier das noch zu schaffen. Also, sie haben 6 Heimspiele in Folge verloren. Ja, dafür geht es jetzt wieder nach Budapest. Wir treffen uns da auf oder mit dem Leipziger Club, mit dem Rasenballsport Leipzig. Hinspiel klar gewonnen. Leipzig hat keinen Stich gehabt. Also das Ergebnis war verdient. Diese Mannschaft ist immer noch amtierender Meister in England vor 2 Jahren. Der Champions-League-Sieger und die haben immer noch die Klasse, um in diesen Spielen das zu zeigen. In der Liga ist die Luft offensichtlich raus, aber ich glaube, für diese einzelnen Spieler sollte man Liverpool auf keinen Fall unterschätzen und Leipzig, die eine wahnsinnig geile Saison spielt, trotzdem nicht überschätzen, denn für die ist das auch nochmal, du hast vorhin in Klassen gesprochen, eine Klasse A zu hoch. Denke ich nicht, denn du sagst es ja, Liverpool ist echt kacke, zu Hause vor allem in letzter Zeit, haben es gegen den 18. verloren, okay, Leipzig hat das Pendant dazu mit der Niederlage gegen Mainz geschaffen, aber die sind jetzt im Moment, sind die brandheiß, die haben ja das Spiel gegen Freiburg reingezogen und muss echt sagen, ich war begeistert, vor allem von Kunku und von Kampel, was Kampel gespielt hat, das ist schon fast an der Grenze zur Weltklasse, also der ist wirklich Wahnsinn. Und wenn der so gegen Liverpool spielt, dann wird da auch Leipzig zu seinen Torchancen kommen, weil er hinten die Bälle gewinnt, nach vorne trägt als Spielmacher, die Bälle verteilt, Torgefahr verbreitet und Leipzig hat das Potenzial, Liverpool zu schlagen, da bin ich mir sicher. Ist die Frage, ob es zum Weiterkommen reicht. Es könnte ein heißer Tanz werden, weil Liverpool so schlagbar ist wie wahrscheinlich noch nie und Leipzig gerade wirklich super spielt. Die spielen zusammen, die sind ein Team, die haben Spaß. Also warum nicht eine absolute Gala-Vorstellung in Liverpool nutzen, um hier für das Wunder von Anfield zu sorgen. Also, das hier mein Plädoyer dafür. Auf jeden Fall hier eine Wette mit Asian Handicap für die Sicherheitsfanatiker. Leipzig plus 0,25 mit einer 1,91er-Quote. Ich würde hier mit einem kleinen Einsatz
die Risikovariante gehen mit Leipzig minus 1,5, weil das brauchen sie, um weiterzukommen, mit einer Quote von 6,75. Ich denke, Nagelsmann ist ein Taktikfuchs, er wird sich was einfallen lassen und dagegen kann dann auch der gerade extrem unter Druck stehende Klopp wenig machen. Ja. Weiter aus dem Fenster gelehnt, aber dafür sind wir mal mutig, würde ich sagen. Ja, ich glaube nicht dran. Ich meine, vieles von dem, was du gesagt hast, da hast du mich quasi zitiert aus dem letzten halben Jahr, wie ich auch über Leipzig ähnlich geschwärmt habe. Nicht über Kampel, über den nicht, aber der fällt wegen seiner Frisur auf und natürlich auch wegen seiner Leistung. Von dem finde ich jetzt aber nicht. Würde ich jetzt sagen, trotz seiner Frisur ist er echt ein guter Fußballer. Ja. Das stimmt, ich schweife auch ab. Wäre eine geile Geschichte für den deutschen Fußball, wer verdient für Leipzig. Die haben ein saugeiles 2020 gespielt, die spielen saugeiles 2021. Aber ich bin trotzdem irgendwie in dem Spiel. Ja, legitim. Also klar, können nicht viel dazu zu sagen, Liverpool kommt weiter nach einem 2-0-Führung im Hinspiel. Deswegen, nein, ich bin dafür. Nicht, was ich auch noch glaube, auch noch dafür. Ich will Klopp in der nächsten Runde sehen. Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Da haben sie mal 4-1 gewonnen. Jetzt sei nicht gleich so enttäuscht, nur weil du Leipzig so gerne magst. Das stimmt ja gar nicht. Ich mag die nicht mal gerne. Ich bin da absolut neutral. Ich mag Teams, die guten Fußball spielen. Und Leipzig hat echt stark gespielt. Das musste auch Christian Streich nahtlos anerkennen. Dein Namensvetter. Ich habe noch nie nach dem Spiel einen Trainer gesehen, der 3-0 verloren hat und so entspannt und locker und gut gelaunt war wie Christian Streich. Der hat einfach so... Ja, wir haben gegen eine wirklich super starke Mannschaft verloren. Das ist halt so. Und er ist sich deswegen auch sicher, das wird ein Zweikampf um die Meisterschaft. Und wenn Christian Streich das sagt, bitte. War nicht Markus Gisdol mal so entspannt nach einer 6-0-Niederlage oder so und hat gesagt, sein Team der war schon ein bisschen drüber. Fällt mir nur gerade ein. Was mir auch einfällt, ist, wie toll Paris in Barcelona gespielt hat. War eh eine starke erste Champions-League-Runde. Also die Paarungen sind klasse, auch die ersten Spiele fand ich alle super zum Anschauen. Barcelona ist jetzt mit dem Rücken richtig zur Wand. Paris hat auch eine wahnsinnig starke Mannschaft. Neymar, gut, der hat nicht mitgespielt, aber das Team ist trotzdem gut genug. Und jetzt von der Quotenverteilung, da schauen wir doch auch mal ganz drauf, da ist Barcelona jetzt krasse Außenseiter. Da sehe ich sogar jetzt Value auf Barcelona, denn die müssen dieses Spiel ja gewinnen und sie sind sicherlich besser als beim Hinspiel. Kommen sie weiter? Glaube ich nicht, aber du wirst wahrscheinlich gleich sagen, was sie schon mal in der Vergangenheit geschafft haben. Und man darf nicht vergessen, die bitterste Niederlage vom Tuchel Thomas war, als er mit Paris gegen Manchester ausgeschieden ist, nachdem sie ja das Hinspiel auch stark waren bei Manchester United, sind sie dann im Rückspiel noch richtig abgekackt in der 90. Minute. Ich glaube fast nicht, dass das hier passieren kann, oder? Naja, vor allem, weil Tuchel gar nicht mehr da ist bei Paris und es deswegen auch egal ist, was die höchste oder gemeinste Niederlage von ihm war. Worauf du abgezielt hast, ist natürlich, dass es dieses Duell ja schon mal gab vor ein paar Jahren, als Paris das Hinspiel sogar mit 4-0 gewonnen hat und Barcelona mit Messi und Suarez das krasseste Spiel aller Zeiten vielleicht von Barcelona abgeliefert haben, mit 6-1 dann das Rückspiel gewonnen haben und Paris doch noch rausgeschossen haben. Dieses Barcelona war allerdings ein anderes Barcelona, unter anderem mit Suarez, den haben sie ja blöderweise vom Hof gejagt. Jetzt haben sie natürlich wirklich keine allzu berauschende Saison. Messi hat immerhin gerade sein 19. Saisontor geschossen. Okay, es ist für den auch jetzt fast nichts Besonderes und nichtsdestotrotz, ja, sie haben natürlich, wie im Hinspiel, da habe ich mich ja krass verschätzt, dachte, das ist ein klarer Sieg für Barcelona, war es natürlich nicht. Denke nach wie vor, die haben das Zeug hier zu gewinnen und es ist nichtsdestotrotz, auch wenn Paris wirklich super stark war, immer noch ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel. Denn man muss ja auch dazu sagen, dass Barcelona an dem Tag natürlich nicht so war, wie sie es eigentlich könnten. Und wenn sie das hier jetzt abrufen, dann hat das meiste Value ein X. Vielleicht sogar, weil das eine 4,4er-Quote gibt. Dass Barcelona das gewinnt, können sie natürlich auch irgendwie machen. Vielleicht wird Paris dann im Hinterkopf diese Blamage haben und dann
zittern und es wirklich dann noch einigermaßen so verlieren, dass sie nur knapp weiterkommen. Aber alles in allem an diesem Weiterkommen zweimal, wenn Paris sowas passiert, ich denke, dann melden die den Verein ab oder die Scheichs haben die Schnauze voll. Dann gehen sie auf Reset und machen Nachwuchsarbeit. Für die großen Vereine, die wirklich großen Vereine. Jedenfalls eine Wette in dem Spiel zu finden. Ja, klar, auf Barcelona plus 0,5 bei einer 1,79 kannst du eigentlich fast nichts verkehrt machen. Das ist so die Sicherheitsvariante. Ich kann mich wirklich nicht durchringen, zu sagen, dass die hier das gewinnen, obwohl die 3,1 schon gut ist. Ich würde echt diese 4,4 mit einer Vierteleinheit machen. Aber da wir in der Champions League unsere Statistik nicht tracken, sind es so jetzt einfach mal Empfehlungen, die ich so stehen lasse. Ja, damit hast du einen entspannten Vorschlag am Ende entspannt ausgesprochen. Ich würde sagen, freuen wir uns auf schöne Tage und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus.